Das Hochhaus Mjøstornet in Norwegen ist 85 Meter hoch und sticht elegant aus der ländlichen Umgebung hervor. Auf 18 Stockwerken beherbergt es Restaurants, Wohnungen und Hotelzimmer. Doch wirkt es auf den ersten Blick etwas deplatziert. Eigentlich passt es aber gut zu den Äckern und Wäldern. Vermutlich, weil Mjøstornet das höchste Holzgebäude der Welt ist und fast völlig aus Bäumen der umliegenden Wälder gebaut wurde. Bis Ende des 20. Jahrhunderts dachten Ingenieure, man könne kein Holzgebäude mit mehr als 6 Stockwerken bauen. Herkömmliche Holzbretter halten Kräften parallel zu ihrem Faserverlauf relativ gut stand. Aber das gilt nicht für Kräfte, die senkrecht darauf einwirken. Daher hat Holz weder die Dehnfestigkeit von Stahl noch die Druckfestigkeit von Beton. Beides notwendig bei hohen Gebäuden, um den starken Winden in großer Höhe zu trotzen. Doch Anfang der 1890er Jahre wurde das Brettschichtholz oder auch Glulam erfunden. Und ein Jahrhundert später entwickelten Ingenieure dann das Brettsperrholz, kurz BSP. Für diese neuen Holzmaterialien wird zunächst, wie bei jedem anderen Holz auch, ein frisch geschlagener Stamm in glatte, gleichförmige Bretter gesägt. Beim BSP werden die Bretter dann in wechselnder Ausrichtung im 90-Grad-Winkel zu den benachbarten Lagen miteinander verleimt. So profitiert es von der strukturellen Steifigkeit des Holzes in beide Richtungen, sodass sich dessen Druckfestigkeit der von Beton annähert und es bis zu 20 Mal so viel trägt wie herkömmliches Holz. Bei Brettschichtholz hingegen werden die Bretter in gleicher Richtung zu massiven Balken verleimt, welche die Dehnfestigkeit von Stahl erreichen. Brettschichtholz ist nicht so vielseitig wie BSP, aber dank seiner enormen Stärke in einer Richtung eignet es sich hervorragend für tragende Balken und Säulen. Diese Holzprodukte konkurrierten nun mit herkömmlichen Materialien und hatten zudem viele Vorteile. Bei einem Fünftel des Gewichts von Beton sind für Bauten mit BSP kleinere Kräne und Fundamente sowie weniger Bauarbeiter erforderlich. Während Beton gegossen werden und zeitintensiv aushärten muss, kann Holz mit Hilfe von computergesteuerten Maschinen im Handumdrehen zugeschnitten werden. Außerdem kann Beton nur unter bestimmten Wetter- und Jahreszeitbedingungen vor Ort gegossen werden. Holzwerkstoffe hingegen lassen sich im Werk zu Standardteilen mit Montageanweisungen vorfertigen. Insgesamt ermöglicht dieses Material einen schnelleren, geräuschärmeren Bau mit mehr bioabbaubaren Stoffen und weniger Abfall. Einmal gebaut, halten Gebäude aus BSP und Brettschichtholz zudem manchen Naturkatastrophen besser stand. Erdbeben können Risse im Beton verursachen, die ein Gebäude dauerhaft schwächen. Eingerissene Holzplatten lassen sich jedoch leicht ersetzen. So auch bei Bränden. Wenn es in einem BSP-Gebäude heiß wird, verkohlt die äußere Schicht und isoliert die inneren Schichten bis zu 3 Stunden lang. Dadurch können die meisten Gebäude rechtzeitig evakuiert und die verkohlten Teile ausgetauscht werden. Im Unterschied zu geschmolzenen Stahlträgern. Aber die größten Vorteile von BSP und Brettschichtholz liegen abseits der Baustelle. Der Hochbau ist für 11% der jährlichen weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Dazu trägt vor allem die Produktion von Stahl, Beton, Eisen und Glas bei. Holz ist jedoch eine erneuerbare und kohlenstoffneutrale Ressource, sofern Ersatz für die gefällten Bäume gepflanzt wird. Zudem hat Holz eine geringe Wärmeleitfähigkeit, sodass sich Gebäude energiesparender heizen und kühlen lassen. Trotz dieser Vorteile erfordert BSP wesentlich mehr Holz als der traditionelle Holzbau. Und im Vergleich mit ähnlichen Mengen Stahl und Beton sind weder BSP noch Brettschichtholz so stabil wie diese. Auch das Mjøstornet besteht nicht komplett aus Holz, da zur Verstärkung der oberen Stockwerke Betonplatten verwendet wurden. Alles in allem ist es unwahrscheinlich, dass eine reine Holzkonstruktion stark genug für ein 40-stöckiges Gebäude wäre, die offizielle Mindesthöhe für einen Wolkenkratzer. Doch selbst wenn man nur Gebäude mit weniger als 30 Stockwerken aus Holz baut, würde das deren CO2-Fußabdruck um mehr als 25% senken. Aber ganz gleich, wie hoch diese Holzgebäude auch aufragen, trägt jedes von ihnen zur Gesundung unserer Betondschungel bei. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ad.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.